Hallo, wir sind Pflichttermin, das ist die Planetenheide. Das ist der Geri. Wir machen seit 2007 gemeinsam Musik, seit 2014 in der Konstellation, in der wir jetzt auftreten. Wir machen deutschen Rock. Ja, ein bisschen mit Blues-Einflüssen, die sind auch dabei, darf man nicht vergessen. Also wir haben relativ früh schon gesagt, wir wollen unbedingt dieses deutschsprachige Konzept haben, also lang bevor diese Austro-Folk-Welle gekommen ist, wollten einen Namen, der danach klingt, dass die Leute dorthin gehen. Deswegen war auch nämlich der erste Name Pflichtbesuch und wir haben uns gedacht, passt, das klingt so, wie wenn du zur Oma kommst, ja, und dann deine 3 Stunden absitzen musst und dann bist fertig. Gut, geht nicht. Und dann hat unser ehemaliger Bassist gesagt, wie wäre es mit Pflichttermin? Wir haben gesagt, okay, passt, ja, das hat was, das ist ja nicht gleich eingeschlagen im Zimmer. Die Musikeinflüsse, wir kommen eigentlich alle aus unterschiedlichen Ecken, aber haben dann so diese Rock, britische Heavy Metal Phase irgendwie gemeinsam durchgemacht und sind jetzt irgendwie so bei Jennifer Rostock in der poppigen Rock-Ecke gelandet, richtig? Ja, so ungefähr. Und Einflüsse sind halt eh die Klassiker, Stones, ja, Lenny Kravitz, es ist irgendwie alles bunt gemischt dabei, was uns Spaß macht. Für mich, also das interessiert mich jetzt eigentlich seit 10 Jahren. Also für mich ist Bandfamilie, für mich ist das ganz wichtig, wenn ich nach links und nach rechts schaue und nach hinten, dass ich mit Leuten auf der Bühne stehe, die ich einfach mag, ja, und mit denen ich mich wohlfühle. Ja, ich immer. Ich würde sofort aufhören, Musik zu machen, wenn ich nicht mehr nervös wäre. Ja, weil das wäre viel zu langweilig. Wir haben ein Ritual, dass wir das Band gemeinsam machen, vor deinem Auftritt. Wir singen gemeinsam Three Little Birds von Bob Marley Backstage. Genau. Im April spielen wir noch zweimal. Einmal auf der Radparade am 15. April, Sonntag, vor dem Unica Tower und einmal am 30. April unplugged in Casablanca, wer gerne etwas Holzmusik möchte. Und dann? Und dann gehen wir Mitte Mai wieder ins Studio, Gott sei Dank, und nehmen einen neuen Song auf und dann schießen wir gleich ein Video nach. Und mit zwei äußerst talentierten jungen Wiener Videoregisseuren, also stay tuned, da kommt was richtig Fettes. Und wenn sich alles zeitlich ausgeht, dann können wir vielleicht sogar im September eine kleine EP veröffentlichen. Ja, das wird, glaube ich, ziemlich scheiße geil. Scheiße. Ja, würde ich mal so sagen. Rock'n'Roll!